Und als nächstes am Wort ist Susanne Fürst, die Verfassungssprecherin der FPÖ. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren, Anwesende hier im Saal und zu Hause. Wir sprechen hier bei der Tagesordnung über das österreichisch-jüdische Kulturerbegesetz, welches 2021 beschlossen wurde, um mit den dafür zur Verfügung gestellten Mitteln dieses bei Gott reiche Erbe zu bewahren, um den Dialog und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern. Es war gerichtet vor allen Dingen auf die Jugend, die jüdische Jugend, und dass man hier gemeinsam einen Blick in die Zukunft richtet. Nun, aufgrund dieses entsetzlichen Anschlags der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel, derzeit werden angegeben 1400 Tote von israelischer Seite, dafür gibt es im Moment keine Worte, die das angemessen beschreiben können oder die hier trösten können. Betroffen sind ja vor allen Dingen junge Menschen, die ein Musikfestival besucht haben. Und nach wie vor befinden sich, ich glaube, man weiß die genaue Anzahl nicht, Geiseln in der Hand dieser Schwerverbrecher. Man mag sich nicht vorstellen, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Daher müssen wir derzeit von dem Blick in die Zukunft, den uns dieses Gesetz eigentlich versprochen hätte, sind wir brutal zurückgeworfen jetzt auf die Gegenwart, auf die jüngste Vergangenheit. Denn die Gegenwart seit 10 Tagen sieht aufgrund des natürlich damit auch verbundenen Wiederaufkochens des Nahostkonflikts und der jetzt wieder akuten Gefahr für die Existenz Israels in der Region gefährlich aus. Und wir sind natürlich aufgerufen, was kann Österreich hier wiederum als kleines Land tun? Wir müssen hier in Österreich für Sicherheit sorgen. Und Herr Abgeordneter Dr. Engelberg, Sie haben ja völlig recht, dass das uns alle betrifft. Natürlich. Wir sind für die Sicherheit zuständig hier, für die österreichische Bevölkerung, für die jüdische Gemeinde, für deren Jugend natürlich auch und für alle, aber genauso für unsere Jugend und für unsere Gesellschaft, die wir hier zusammengehören. Und dieses Hochkochen jetzt wieder hat unmittelbare Auswirkungen auf Europa und auf Österreich. Und wir müssen über die Ursachen reden. Und wir müssen darüber reden, und bisher sind wir dafür immer angefeindet worden, dass es eben nicht unproblematisch ist, dass wir Millionen von muslimischen Einwanderungen hier haben in Europa, die unkontrolliert zu uns gekommen sind. Sind der Großteil davon natürlich friedlich, aber wir wissen, es gibt welche, die sich hier natürlich aufhusten lassen, die auch geschickt worden sind, um hier nun umzurühren. Und wir wissen, dass auch ein erheblicher Prozentsatz natürlich völlig anders denkt als wir und gerade auch die Existenz Israels natürlich negiert. Wir haben in den letzten Tagen leider hier schon konkrete Beispiele erfahren müssen. Brüssel, islamistischer Anschlag auf Fußballfans, 2 Tote, Schwerverletzte. Soweit bekannt ist der Verdächtige über Lampedusa mit einem Flüchtlingsboot aus Tunesien eingewandert. Brüssel hat nun die höchste Terrorwarnstufe, also für Belgien, ausgerufen. Frankreich, ebenfalls Ausrufung höchster Terrorwarnstufe, tödlicher Messerangriff durch einen tschetschenischen, bereits bekannten Gefährder auf einen Lehrer, mehrere Schwerverletzte. Räumungen vom Schloss Versailles, Schließung Louvre aufgrund von Bombendrohungen. Und der französische Innenminister spricht davon, gerade jetzt seit den wenigen Tagen, seit dem 7. Oktober, von hunderten Bedrohungen gegen öffentliche Gebäude, gegen jüdische Einrichtungen, ausgesprochen von arabischer Seite, von Muslimen, Arabern, Palästinensern, die in Frankreich leben. Bundesrepublik, unser Nachbarland. Wir wissen, was in Berlin los ist. Dort gibt es ja einen hohen arabischstämmigen Anteil, viele Palästinenser. Hier gibt es seit Tagen, seit dem Angriff, völlig unverhohlene Freudensfeiern, Freudenskundgebungen, die den Angriff hier feiern. Die Polizei, die nichts dafür kann, ist machtlos und man spricht halt dann hilflos von deeskalierenden Vorgehen, wenn man sich zurückzieht und hofft,
dass nichts unter Anführungszeichen Gröberes passiert. Auch in Wien haben wir diese Kundgebungen, auf denen weitgehend ungestört hier palästinensische Fahnen wehen und nicht Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung ausgesprochen wird, sondern wo offen auch von der Intifada gesprochen wird, diese gebrüllt wird, eigentlich ein unverhohlener Aufruf zu einem Aufstand gegen Israel. Und das vor dem Bundeskanzleramt in der Nähe der Hofburg, Präsidentschaftskanzlei. Und natürlich sind Symbole wichtig, sind Gesten wichtig. Aber was macht jetzt unsere Regierung? Was macht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen? Was machen die deutschen Spitzenpolitiker? Ja, Fahnen hießen am Bundeskanzleramt, Außenministerium, Erklärung der vollen Solidarität, an der Seite stehen, Israel, in Gedanken bei den Opfern. Ja, das sind wir, das ist auch selbstverständlich. Aber den Opfern hilft das jetzt nichts. Der Lehrer in Frankreich wäre noch am Leben, die unschuldigen Fußballfans in Brüssel wären noch am Leben, wenn der Fährverkehr zwischen Afrika und Europa eingestellt worden wäre. Wir, auch die Innenminister, Herr Innenminister Karner hier in Österreich, Innenministerin Faeser, versprechen jetzt wachsamer zu sein, auf der Hut zu sein, jetzt. Man tut so, wie wenn man diese Gefahren eben nie gesehen hätte. Man spricht in Österreich hier von einem Gefährderszenario im mittleren zweistelligen Bereich, der unter Beobachtung und im Griff sei. Ich bin froh, wenn es so ist, wenn uns das beruhigen kann. Hoffentlich hat der Verfassungsschutz Zeit, hier in Österreich und hier Deutschland, um dies wirklich ausreichend zu beobachten. Denn man hatte ja bisher andere Schwerpunkte. In Deutschland eine etwas ältere Truppe, die gerne wilhelminische Zeiten wieder aufleben wollen, die hier hochstilisiert werden zur höchsten terroristischen Gefahr, bei uns Jugendliche, die ins extremistische Eck getrieben werden, weil sie eigentlich genau die Folgen der ungesteuerten islamischen Einwanderung, der Einwanderung aus muslimischen Ländern, auch in Bildern darstellen. Sie müssen es auch ausbaden zum Teil, weil sie in den Schulen hier gemeinsam sitzen, der Gewalt ausgeliefert sind. Und die von diesem ständig wachsenden Anteil an Menschen, die unsere Werte nicht teilen, warnen. Und die auch von Rückführungen sprechen, sie werden dafür kriminalisiert. Von Rückführungen, von denen heute, erst heute, endlich auch, vielleicht jetzt geschlossen, die EU-Innenminister sprechen, dass man endlich zu beginnen hat, auch gerade Asylwerber aus arabischen Ländern, aus der dritten Welt, wie auch immer, die sich an unsere Werte nicht halten, die hier straffällig werden, die gefährlich sind, dass man die wieder in ihre Länder rückführt. Wir, vielleicht beginnt es jetzt, dass man sich fragt und dass man hinterfragt die bisherige Politik, was können wir hier in Europa tun, was können wir in Österreich tun? Wir müssen die Zuwanderung begrenzen, um die Risiken zu begrenzen, dass wir mit unseren Werten, Sie haben es dargestellt, Herr Dr. Engelberg, in der Mehrheit bleiben. Höhere Strafen für die Teilnehmer der Versammlungen, natürlich Gewaltaufrufe muss man immer verhindern, wir haben das ja auch gesetzlich so geregelt, das nützt nichts. Es nützt nichts, die Verschärfungen der Meinungsdelikte. Ich kann das Denken, das, was sich hier drinnen abspielt, ja nicht ändern. Sondern es geht um Taten, um die Begrenzung der Zuwanderung und nicht die ins extremistische Eck stellen, die genau davor gewarnt haben. Und hier wären wir eigentlich alle dazu aufgerufen. Und abschließend darf ich noch etwas erwähnen. Am ersten Wochenende nach dem Hamas-Attentat gab es traurigerweise die Empfehlung, dass man doch vom Mitführen der israelischen Flagge bei israelischen Solidaritätskundgebungen absehen sollte, wegen der prekären Sicherheitslage und um hier Lebende, ich sage jetzt Gefährder sozusagen, nicht zu provozieren. Es war sicher ein vernünftiger Ratschlag, damit man hier eben nichts provoziert, aber soweit sind wir jetzt, dass man davor warnen muss. Und ich
darf erinnern, ein kleiner Rückgriff vor 2 Jahren bei den zahlreichen Corona-Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern waren stets, bei jeder, bei der ich war, israelische Flaggen zu sehen, mit jüdischen Mitbürgern, die mit uns mitgegangen sind. Sie marschierten ohne jede Störung und Behelligung stundenlang mit. Und das sage ich deswegen, weil die Teilnehmer der Versammlung von der Bundesregierung, auch gerade von der anwesenden Ministerin, aber auch vom Vizekanzler Kogler, hier als der letzte rechtsextreme antisemitische Mob hingestellt wurde. Und vielleicht auch die, die jetzt sagen, Frechheit, genau, der Herr Vizekanzler Kogler, Ihr grüner Minister, hat sich da besonders ausgezeichnet. Aber man fragt sich, wie geht das zusammen? Und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, auch gerade auf dieser Seite, der Herr, der sich hier beschwert, vielleicht fragen Sie sich einmal, wo wirklich die Gefahr für die jüdischen Mitbürger liegt, wer wirklich verstärkt beobachtet gehört und wo müssen wir alle ansetzen, um unsere Sicherheitssituation, die wie Herr Dr. Engelberg gemeint hat, uns alle betrifft. Es ist nicht nur ein Problem für die jüdische Gemeinde. Natürlich sind sie exponiert, aber es betrifft uns alle. Und bei diesem Tagesordnungspunkt geht es eben um den erhöhten Schutz auch für die jüdischen Einrichtungen. Daher gehen wir mit. Aber es trifft uns alle, unsere gesamte Gesellschaft, auch unsere Jugend, die hier bei diesem Thema einfach im Stich gelassen wurde, weil man die wahren Probleme und Ursachen nicht sehen und nicht benennen will. Und damit sollten wir jetzt anfangen. Danke. Susanne Fürst von der FPÖ war das. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 4, höhere Zuwendungen für jüdische Gemeinden. Der Bund übermittelt der israelitischen Religionsgemeinschaft seit 2020 eine jährliche Sonderzahlung von 4 Millionen Euro, um das jüdische Gemeindeleben in Österreich zu unterstützen. Die Mittel sollen auf 7 Millionen aufgestockt werden.